So Jungs, und damit begrüße ich euch zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde Let's Play Minecraft. Und hier funktioniert irgendwas nicht. So Leute, aber jetzt wirklich, jetzt funktioniert es auch. Damit begrüße ich euch zu einem neuen Video. Und auf unserem Plan steht heute, da wir nicht genug Bruchstein haben, um unsere Farm im Nether weiterzubauen, auf jeden Fall unseren Keller hier auszubauen. Ich habe ja schon angeteasert, dass ich auf jeden Fall ein bisschen, sobald wir die Dia-Tools haben, die wir jetzt gemacht haben, hier ausheben werde. Schließlich wollen wir da unten das richtig, richtig Geiles reinbauen. Ich habe, um ehrlich zu sein, selber so eine Bibliothek oder so in Peilung. Aber so richtig Ahnung, was da jetzt hin soll, habe ich selber noch nicht. Aber mir geht es gerade auch nicht wirklich darum, dass wir da irgendwas Heftiges reinbauen können. Sondern halt einfach darum, dass ich genug Bruchstein habe, um einfach nun mal endlich die Netherfarm fertig zu bauen. Wie ihr seht, haben wir hier ein kleines Loch und hier geht's tief runter. Ich hatte im Plan, dass wir hier irgendwas mit Holz verkleiden, mit Gerüstblöcken später oder irgendwie sowas. Aber ob das dann alles so passiert, wie ich mir das denke, weiß ich nicht so wirklich. Leute, das Ding ist, ich habe letztens eine Frage bekommen in den Kommentaren, wo jemand gefragt hat, was der peinlichste Moment in meinem Leben war. Direkt in den Kommentaren habe ich es nicht beantwortet. Aber ich dachte mir, jo, für ein Video kann man das ja mal spontan nutzen, da ich, denke ich, auch eine relativ andere Meinung habe als viele. Keine Ahnung, das Ding ist, ich sehe vieles nicht mehr so als peinlich. Vieles ist nicht mehr für mich peinlich, sondern eher so, ich weiß nicht, ich würde es nicht mehr als peinlich nennen. So, ich glaube, der letzte Moment, wo ich wirklich richtig Peinlichkeit verspürt habe, ist schon auf jeden Fall eine richtig, richtig lange Weile her, weil, Alter, ich finde nichts unangenehm. Also wirklich jetzt, mir ist so wenig peinlich, weil ich einfach der größte Spaten bin auf dieser Welt, der in der Öffentlichkeit so behinderte Sachen macht. Ich unterscheide immer zwischen dieses unangenehme peinlich und dieses peinlich lustig. Wisst ihr, es gibt diese Momente, wo es dir eigentlich peinlich sein sollte, was du sagst, aber irgendwie sind sie dann auch irgendwie funny so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber auf jeden Fall so, ihr wisst ja, wenn man so unter Freunden sind, ich würde sagen, das war auch so der letzte Moment, wo ich so wenigstens ein bisschen Peinlichkeit verspürt habe. So, ihr wisst ja, wenn man so unter Freunden ist, ne, ist man immer so ein bisschen anders nicht, aber eher so ein juckt mehr, wenn man alleine ist, als wenn man jetzt mit Freunden unterwegs ist oder so. Weil du weißt, dass du vor Freunden dieses andere Innere aus dir rauslassen kannst. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, so manche werden das jetzt hören und sich denken, alter Junge, was bist du? Wie peinlich bist du bitte? Für mich war es gar nicht so peinlich. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren so in der Schule und hatten gerade Schluss und sind nach der 7. Stunde nach Hause gegangen über den Schulhof. Und mein Freund und ich laufen so rüber, er hat seine Freundin noch dabei. Und mein Freund meinte so, er hat irgendwas erzählt von einarmigen Liegestütze oder sowas. Und er so zu mir, ja, kannst eh keine einarmigen Liegestütze, ich guck ihn so an. Er guckt mich so an, er wusste ganz genau, dass ich es kann, ne, er wusste es. Und ich so, soll ich machen, soll ich machen oder was? Und er guckt mich an und fängt nur so an zu grinsen. Und irgendwie habe ich mich davon so getriggert gefühlt, dass er einfach dachte, dass ich es nicht kann, dass ich es einfach gemacht habe. Da habe ich mich mit meinem Rucksack auf dem Schulhof einarmige Liegestütze gemacht. Sah mega verkrüppelt aus. Ich dachte eigentlich, wir sind alleine so auf dem Schulgelände in der Zeit. Ich mach die, mein Freund, seine Freundin stehen neben mir, lachen sich einen ab, Alter, weil es einfach so komisch scheinbar ausgesehen hat. Plötzlich gucken sie mich an, ich gucke sie an, so von unten. Was passiert? Einfach eine Lehrerin, die da stand, neben mir. Die Lehrerin guckt mich so komplett perplex an, hat gerade mit zwei Schülern hinter mir geredet, die ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte. Die Schüler gucken mich an, die Lehrerin guckt mich an, meine Freunde gucken mich an und grinsen sich da einen ab. Ich gucke sie so an und sie guckt mich an und sie so, ah, machst du es jeden Tag so? Und ich gucke sie so an und sag so, ja klar. Und dann ich so zu meinem Kumpel, weg, lass uns einfach, bitte ganz schnell gehen, ganz schnell einfach. Das war unangenehm halt, weil es so eine Autoritätsperson ist, ne, also, keine Ahnung, ich sehe Lehrer als Autoritätsperson, Leute. Aber das war das letzte Mal, wo ich mir richtig dachte, Alter, ist das gerade peinlich gewesen. Das Einzige, woran ich mich hundertprozentig erinnern kann, war, dass ich zur Weihnachtsshow, das habe ich auch schon mal in einem Video erzählt, dass ich zu einer Weihnachtsshow, die wir hatten in der Schule, früher, weil ich es lustig fand, scheinbar, weil meine Klassenkameraden es lustig fand, mich als Elfe verkleidet habe. Und dann so zur Weihnachtsshow vor der ganzen Schule gegangen bin. Bin auf die Bühne gegangen, war richtig stolz auf mich, habe mich richtig gefeiert dafür, dass ich als Elfe verkleidet auf die Bühne gegangen bin. Ja, aber das war eigentlich so mit der letzte richtig, richtig peinliche Moment, wo ich mich dran erinnern kann, muss ich sagen. So richtig peinliche Momente gab es gar nicht. Doch, einen noch, weil meine Schwester, also ich hatte Jugendweihe und meine Schwester war so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie war ihre Jugendweihe scheinbar geil. Und danach muss ich mega Aufwand machen.
und sie hat einfach 3 BMWs, eine Harley und noch irgendeine andere Karre organisiert, die übel heftig war. Wisst ihr, und dann kommen so 300 Mann oder 400 Mann aus dieser Jugendweiherhalle raus, weil wir mit unserer ganzen Stufe das gemacht haben, mit deren Eltern und so. Wir kommen alle da so raus, ich denke mir nichts, meine Eltern kommen mir so entgegen, na, alles gut. Ich so, ja, ja, kein Problem, alles easy. Und ich denke mir nichts, ich komme raus, plötzlich 5 Autos vor der Tür. 5 Autos in der Mitte, eine Harley. Eine richtig heftige Harley. Und ich gucke so und denke mir so, Alter, welcher Spaß fährt denn hier so auf, Mann? Die sollen hier wegfahren, Junge, hier wollen gerade 300 Leute vorbei. Plötzlich kommt meine Schwester mir grinsend entgegen, einfach grinsend entgegengekommen. Ich gucke sie so an, denke mir so, nein, ich steig da jetzt nicht auf. Wisst ihr, weil ihr müsst euch vorstellen, da war so ein Zebrastreifen und man musste über die Straße, um zu den Parkplätzen zu kommen. Problem ist, die Straße war komplett blockiert von den Autos und der Harley. Also wirklich komplett blockiert, du bist da nicht rübergekommen. Heißt, alle 300 Mann, die gerade aus diesem Saal rauskamen, mussten noch im Saal gequetscht und außerhalb des Saals auf dem Weg warten. Meine Schwester kommt so entgegen, grinst mich an und ich so, nein. Und dann bin ich noch nie auf einer Harley mitgefahren. Ich wusste nicht, wie ich da aufsteigen soll. Ich wusste das nicht. Naja, auf jeden Fall steige ich dann so auf und einfach, wir fahren los, die Auspuffe, naja, der Auspuff von den Autos war einfach, die waren so brutal laut, die waren so brutal heftig laut, alle zusammen. Und dann noch die Harley, die waren so laut. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ich sitze da so, die haben so alle ihre Fans unten, so hinten auf den Autos, überall so Plakate, wo so rausstand, per Jugendweihe 2000, ich glaube, das war 2017 oder 18. Ja, und ich steig so auf, wir fahren so los und alle 300 Mann, die da standen, alle 300 Mann, die da standen, gucken mich an, ich guck sie an und nee, die, das war einfach nur, uff. Und danach komme ich nächsten Tag in die Schule und so ein Klassenkamerade, einer, obwohl ich das alle gesehen habe, einer kommt so zu mir und sagt so, ja, deine Schwester hat schon heftige Autos, so heftige Harley, ne? Und ich gucke ihn so an und sag so, ja, ne, fand ich auch. Und dann habe ich ihm so erzählt, dass ich es übel unnötig fand und so. Und er so, ja, Digga, ich hätte es aber schon ganz schön cool gefunden. Nur das Problem ist, es war mir echt richtig unangenehm in der Situation, weil halt alle Leute warten mussten. Aber ich muss sagen, die Harley-Fahrt war schon geil. Und ich muss sagen, also Harley, wer schon mal auf einer Harley gefahren ist, mitgefahren ist, allein wenn er nur mitgefahren ist, muss ich selbst gefahren sein. Aber das ist echt ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Das ist so ein heftig geiles Gefühl, wirklich jetzt. So später, wenn ich mal älter bin als jetzt, erwachsener bin als jetzt, will ich auch unbedingt ein Motorrad fahren. Jetzt keine Harley, weil, keine Ahnung, ich finde Harley so vom Aussehen her geil. Muss halt zum Typen passen, den er fährt. Aber so für mich wäre eine Harley, glaube ich, nichts. Aber so ein Motorrad fahren später, Motorräder sind so, so geil. Ich liebe Motorräder, wirklich jetzt. Motorräder sind so heftig nice. So, Leute, ich habe jetzt den Raum erstmal so weit ausgehoben. Geht natürlich alles noch weiter, vor allem in die Richtung. Da geht es auf jeden Fall noch ein ganzes Stück weiter. Wird auf jeden Fall ein heftig großer Raum. Mal gucken, was wir hier draus machen werden. Ich denke aber mal, das wird richtig chock. Ich habe jetzt das nächste Inventar in Cobblestone. Ich habe jetzt noch eine Kiste voll oben mit Cobblestone. Und das wird, denke ich, auf jeden Fall reichen für den Nether. Beziehungsweise für die Nether-Farm. Also eine Doppelkiste müsste eigentlich reichen. Ich werde daraus natürlich auch Slabs machen, so. Aber es sollte definitiv reichen und ich weiß noch nicht, wie ich jetzt beide Stacks am besten mit einmal rüber bekomme in den Nether. Wird, denke ich, auch jetzt nicht so einfach möglich sein. Aber ich werde definitiv ein ganzes Inventar voll mitnehmen. Auch Bogen diesmal und meine Pfeile und das Feuerzeug sowie Obsidian, damit wir nämlich endlich mal unser Nether-Portal fixen können, dass wir auch hier rauskommen, wenn wir im Nether in das Portal reingehen. Ich denke mal, das wäre echt vorteilhaft. Und ja, Leute, damit würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich morgen um 17 Uhr wieder, wenn es dann heißt, wir gehen in den Nether. Bis dann und ciao.